Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video mit dabei bist. Heute bin ich aber gar nicht alleine unterwegs, sondern Seja ist mit dabei. Natürlich ist auch wieder Samwise mit von der Partie, der freut sich, dass er gerade hier ein bisschen toben darf. Es soll heute um ein bestimmtes Thema gehen, einen kleinen Talk, und zwar einen Gesetzesvorstoß, von dem ich gelesen hatte. Worum geht es konkret? Um einen Mann von der FDP, der vorgeschlagen hat, dass man den Wald nicht mehr betreten darf. Das war zumindest die große Spiegel-Online-Überschrift. Die Frage stellt sich aber in dem Beitrag selber in dem Sinne nicht, weil das ist wieder nur so eine Aufmerksamkeits-Headline. Im Prinzip geht es um was ganz anderes, beziehungsweise was viel Kleineres, was nicht so viel Aufsehen erregt. Was ist gefordert oder was möchte dieser Mensch haben? Das ist, dass man im Hochsommer, ne, wie wir ihn jetzt zum Beispiel aktuell haben, heute ist zum Glück gerade ein bisschen runtergekühlt, aber gestern hatten wir, glaube ich, 30 Grad, am Wochenende sollen es bis zu 34 Grad werden. Also wenn akute Waldbrandgefahr, ne, herrscht zum Beispiel, dass man dann den großen Hauptweg, der durch einen Wald führt, also sozusagen der Forstweg, wo man auch noch mit dem Auto langfahren soll, noch betreten darf, um den Wald zu durchqueren, aber ansonsten die ganzen Abzweigungswege, auch die Schleichpfade etc., die sich vielleicht ja auch gar nicht geplant angelegt haben, dass man die nicht mehr zur Hochsommersaison betreten soll. Der Vorstoß ist nicht neu. Das habe ich auch rausgefunden bei meinen Recherchen, weil das ist eigentlich, das wird ab und zu mal gefordert. Ne? Jetzt müssen wir uns dann natürlich fragen, was ist denn überhaupt Waldbrandgefahrenstufe? Also wodurch werden die meisten Waldbrände ausgelöst? Und das ist relativ einfach, da könnt ihr auch ganz einfach bei Google nachforschen. Da wird öffentlich zu einer Statistik ausgegeben. Die meisten Waldbrände werden durch weggeworfene Kippenstummel ausgelöst und durch aktive Brandstiftung. Das heißt wirklich durch außer Kontrolle geratene Lagerfeuer von uns Bushcraftern oder einem umgefallenen Spirituskocher werden eigentlich kaum bis keine Waldbrände ausgelöst. Es gibt dadurch Waldbrände, ne? Das will ich gar nicht wegreden, aber hauptsächlich sind das weggeworfene Kippenstummel im Hochsommer und aktive Waldbrandstiftung. Oder dann vielleicht man die Versicherungssumme abkassieren möchte oder man möchte dem anderen seinen Wald kaputt machen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist also das ganze Thema, was sozusagen im Raum steht. Und jetzt möchte ich einmal über nicht unbedingt die Sinnhaftigkeit von dem Gesetz reden, weil dazu werden wir gleich kommen, warum das Gesetz auch in dem Sinne mal wieder gar nicht umsetzbar ist. Aber ob so ein generelles Vorsichtsgebot irgendwo damit schon sinnvoll ist, um den Gebrauch im Wald, vor allen Dingen natürlich von den weggeworfenen Kippen, weil ich meine, gegen aktive Waldbrandstiftung kann man ja kaum was tun. Ne? Ob da nun erlaubt ist, den Weg zu verlassen oder nicht, da fährt trotzdem jemand mit dem Wagen oder Fahrrad hin und kippt Benzin aus und zündet es an, wenn er das möchte. Aber um zum Beispiel gegen Menschen vorzugehen, die ihre Kippen in den Wald werfen. Jetzt muss man natürlich von der Praxisseite kommen. Wer kontrolliert das? Ja, genau. Die Gesetze im Wald werden genauso gut dann kontrolliert, wie sie jetzt kontrolliert werden. Also fast gar nicht, muss man sagen. Seien wir doch mal ehrlich, ne? Im Wald passt halt höchstens mal der Förster oder ein sich selbst ernannter Cowboy, der Naturschützer, auf, dass man da nichts macht. Und selbst wenn dabei jemand mal ertappt wird, dass er so wie ich mit dem Zelt im Wald schläft, dann sagt man lieber, komm, hau ab. Ne, komm nicht wieder, anstatt dass man da wirklich das Ordnungsamt einschaltet, dass da Gesetze walten, neuten und so weiter und so fort. Und jetzt mal ganz ernsthaft, wer soll denn überwachen, ob jeder kleine Hans und Franz, der mit dem Hund spazieren geht, so wie ich, oder ein Kind, das ein BMX fährt oder sonst irgendwas, ob der im Hochsommer den Hauptweg verlässt und durch die kleinen Wege oder den Wald selber betritt oder nicht. Ne? Das kann man überhaupt nicht kontrollieren. Das ist halt... Ja, also in der Praxis ist das ein völliges Kokolores-Gesetz, aber wir haben ja auch gerade Sommerloch, ne? In der Politik, wie im Entertainment, so ist das halt einfach. Und da kommen solche grundlegenden Vorschläge natürlich gern mal auf, von denen man aber im Vornherein weiß, ja, selbst wenn man das Gesetz jetzt erlassen würde, es würde nichts ändern, ne?
weil einem auch einfach die Möglichkeiten fehlen, das durchzusetzen. So einfach ist das Ganze. Aber ich möchte mit euch ein bisschen darüber diskutieren und da schreibt auch gern mal die Meinung in die Kommentare rein, ob es denn einen Sinn machen würde, wenn man es theoretisch durchsetzen könnte. Ich glaube, dass die einzige Möglichkeit großartig Aufklärungsarbeit ist. Ne? Also, weil so viele zusätzliche Hilfskräfte für den Förster anzustellen, um wirklich zu überwachen, dass die Leute die Wege nicht verlassen, um dann den Kippenstummel hinzuwerfen, das ist echt schwierig. Also eigentlich kann man nur Präventionsarbeit leisten, ne? Gerne auch in den Kommunen und in den Versammlungsorten. Vielleicht kann man ja auch ein Schild draußen nochmal extra unter das Naturschutzschild aufstellen. Achtung, bei Hochsommer herrscht extreme Gefahr, keine Kippenstummel wegschmeißen, bitte mitnehmen etc. Und wie wir wissen, halten sich dann die meisten Menschen auch dran, aber es wird immer einen kleinen Prozentsatz von Menschen geben, der sich eben nicht daran hält. Das sieht man in jedem Bereich so, das sehe ich, wenn ich an Geschwindigkeitsbegrenzung denke, wenn ich auf der Landstraße bei mir fahre. Das sieht man bei Parkplätzen, bei Behindertenparkplätzen, die manchmal zugestellt werden. Die wenigsten Menschen machen sowas, ne? Die meisten Menschen sind ja auch zum Beispiel im Straßenverkehr, halten sich an die Geschwindigkeiten, aber dann gibt es halt die, sage ich jetzt einfach mal, 5-10% Leute, die es nicht tun und die verursachen dann halt den Schaden. Und das ist im Wald relativ ähnlich. Das werden auch diese typischen, ich habe einfach keine Lust, mich an irgendwas zu halten, Menschen sein. Und dann entsteht dadurch natürlich ein Waldbrand, wenn eine Kippe weggeworfen wird. Jetzt ist es natürlich nochmal eine Frage, dann soll natürlich das Waldbetretungsrecht eingeschränkt werden im Hochsommer. Das heißt, die Nebenwege dürfen nicht betreten werden und der Wald an sich dann abseits der Wege auch nicht. Aber ich kann ja auch als Raucher auf dem Hauptweg lang gehen und schmeiße meine Zigarettenstummel einfach unachtsam nach links und nach rechts. Das erschließt sich mir nicht, wie dadurch dann die Waldbrandgefahr eingedämmt werden sollte. Ja? Wenn man da wirklich effektiv was machen wollen würde, müsste man ja dann einen kompletten Wald absperren. Weil ob ich nun auf dem Nebenweg die Zigarettenkippe zur Seite wegschnipse oder ob ich sie auf dem Hauptweg zur Seite wegschnipse in irgendeinen Laubhaufen, in irgendeinen Gehölzuntergrund, das macht ja keinen Unterschied. Weil Wald brennt überall gleich gut. Ne? Natürlich, wenn er nicht nass ist, es muss ein paar Verästelungen und ein bisschen totes Material auf dem Boden geben, dass er erstmal die Grundglut erzeugen kann, um dann eine kleine Flamme mit dem Windstoß zu erzeugen etc. Aber ich glaube nicht, dass dadurch viel eingedämmt werden würde. Jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, dass ich persönlich natürlich jedes Gesetz, was irgendwie die Benutzung des Waldes einschränkt, immer sehr kritisch sehe. Das betrifft auch manche Naturschutzgesetze, die ich ein bisschen zu generell, zu oberflächlich halte. Also zum Beispiel, wenn ich ein Naturschutzgebiet habe, das ein Wald ein Naturschutzgebiet ist und das ist für Vögel, die fliegen, Nestbau betreiben und so, dass das für die dann ein Naturschutzgebiet ist, dass dann aber auch der Mensch den Boden nicht betreten kann. Ich verstehe durchaus, dass man den Boden nicht betreten soll, wenn da seltene Bodentiere sind oder Pflanzen, die man dadurch beschädigen oder stark stören kann. Aber zum Beispiel rund um Hamburg gibt es relativ viele Vogel-Naturschutzgebiete, die man dann aber trotzdem nicht betreten darf, obwohl die Vögel ja nur oben in den Bäumen nisten. Ne? Das wäre jetzt so für mich ein Beispiel, was ich kenne, wo ich die Waldverbote, möchte ich sie nennen, nicht so gut heiße. Vielleicht hast du ja irgendwo in deiner Nähe auch ein Wald, wo du vielleicht die Gesetzeslage nicht ganz verstehst. Hallo Hund. Ob jetzt das Naturschutzgebiet da zum Beispiel sinnvoll ist, weil die sind manchmal auch sehr statisch vor 40 Jahren angelegt worden und dann zählen die eigentlich gar nicht mehr und manchmal geht es zum Beispiel auch, wie gesagt, nur um bestimmte Tierarten, die aber nur unter bestimmten Bedingungen vorkommen, wo das Betreten gar nicht störend wäre etc. Also diese Klassifizierung von einem Naturschutzgebiet ist eine sehr starre Klassifizierung, die meiner Meinung nach auch den Umgang mit der Natur nämlich ein bisschen einschränkt. Ich glaube, es wäre schöner, wenn man es den Menschen leichter machen würde, die interessiert sind und verantwortungsvoll natürlich auch immer mit dem Wald umgehen wollen, denen den Umgang mit dem Wald zu erleichtern. Wie man das natürlich machen kann, ohne Jäger zu werden, ist immer schwierig, weil es gibt ja im Prinzip nur eine Waldprüfung für den Privatmenschen und das ist der Jagdschein. Ne, im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es noch allerlei Naturpädagogikscheine etc., aber die
die finden im Recht keine besondere Anwendung. Also Jäger haben ja ihre eigenen Rechtsgrundlagen im Wald, die haben andere ja nicht, ne? Und Forstarbeiter und so weiter und Förster, das zähle ich jetzt mal raus, weil das ist ja keine Privatsache. Ich mache keine Försterausbildung nebenbei, ne? Während man natürlich nebenbei Jäger werden kann, also sein grünes Abitur nennt man es ja auch gerne machen kann. Und ich glaube, dass dann so ein Vorschlag wie, dass man im Hochsommer den Wald nicht betreten soll, zum einen praxisfern ist, ganz einfach. Also kann man überhaupt nicht umsetzen und würde in der Umsetzung auch kein Verhältnis zu Kosten-Nutzen darstellen. Und ist auch moralisch, ja, denn wahrscheinlich nicht besonders hilfreich, weil es mehr Schaden als Nutzen würde, weil es den Menschen noch weiter von der Natur wegzieht. Jetzt kommen wir aber mal dazu, dass der Mann, der das vorgeschlagen hat, ein FDPler ist. Und da kommt natürlich eine kleine Seitenhieb von mir. FDPler vertreten wen? Ja, natürlich die Menschen, die Geld haben. Und welche Menschen besitzen den Wald? Meistens Menschen, die Geld haben. Also geht es dem FDPler zum Beispiel gar nicht um Naturschutz, wenn er das vorschlägt, sondern denen geht es um Vermögensschutz. Der möchte einfach vermeiden, dass von Großwaldbesitzern Schaden angerichtet wird durch einen Waldbrand. Jetzt kann man natürlich sagen, grundlegend ist Schaden abzuwenden immer etwas Gutes, ne? Aber es ist natürlich auch wieder interessant, aus welcher Ecke so ein Vorschlag kommt und warum er dann vermutlich auch kommt. Also welche Motivation sozusagen dieser Mann hat, im Sommerloch sowas rauszuhauen, anstatt über Naturschutz hauptsächlich zu sprechen, ne? Aber das nur mal ganz am Rande. Ich wurde jetzt übrigens schon einige Male gefragt, das ist jetzt off-topic, zu dem Thema sind wir im Großen und Ganzen fertig, und zwar zu dem Messerrechtsvorstoß. Da gab es ja viele, viele Videos, dafür möchte ich jetzt noch nicht sagen, weil ich mich da noch nicht mit beschäftigt habe im Detail, was das neue Messerrecht mit sich bringen würde, wenn ich mich damit mal vollständig beschäftigt habe und es mal wirklich in einen abstimmungsrelevanten Zustand kommt. Ne? Das ist ja bis jetzt nur ein Geblubber im Prinzip. Das ist ja noch überhaupt nichts. Dann beschäftige ich mich damit, also wenn das in irgendeinen Rat reinkommt, in Länderrat, im Bundesrat, was weiß ich, und da wirklich aktiv mal besprochen wird, dann werde ich mich da natürlich reinlesen und dann würde ich auch ein kleines Rechtsvideo dazu machen, um mein Messerrechtsvideo, das ja auch relativ beliebt ist, zu ergänzen und zu erweitern. Und dann werde ich mich damit beschäftigen. Nur, dass alle die einmal Bescheid wissen, die mich bis jetzt gefragt haben, was ich denn so von dem neuen Messerrecht, was angestoßen wurde, ich glaube von der SPD, was ich davon halte, ne? Kann ich jetzt noch nichts genau zu sagen. Wenn es aber relevant wird, kommt dazu ein Video. Tja, meine lieben Freunde, im Sommer ist es bullig warm, rauszugehen ist echt schwierig, fällt es mir manchmal, wenn es 35 Grad sind. Wenn man dann im Wald ist, dann freue ich mich, weil da ist es schön kühler, aber die 1 Kilometer zu Fuß zu gehen bis zu meinem Wald, da läuft mir auch schon manchmal die Suppe runter. Heute ist zum Glück ein bisschen kühlerer Tag, ich freue mich dann immer, ne? Dann kann ich mich auch besser aufraffen. Ich beschäftige mich nämlich auch gerade mit ein paar Tipps, wie man draußen besser zurechtkommt mit Wärme. Ich packe mir meinen Hut, weil ich habe den im Moment sehr, sehr viel auf, einfach um diese krass starke Sonnenstrahlen einfach ein bisschen abzuhalten. Mach ich mir ein bisschen schlau, kommt vielleicht auch bald ein Video. Und mit dem Video war es jetzt erstmal. Schreib mir gern deine Kommentare, was dir so im Kopf rumschwebt, wenn jemand so einen Satz raushaut wie der FDPler. Schreib mir das gerne mal unten rein. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal durchklicken für einen unterhaltsamen Abend. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren. Entweder meinen Outdoor-Kanal oder meinen Outdoor-Ausrüstungskanal. Ne? Immer schön, da ein Abo zu haben. Und unten in der Videobeschreibung findest du alle Informationen, die du sonst noch gebrauchen kannst. Wenn mal nicht, dann stell mir die Frage doch in den Kommentaren. Dann kann ich darauf antworten. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.